Hey meine Schnuffels und herzlich willkommen wieder zurück zu Among Sisleep. Ja, wir suchen hier mit Mr. Bear nach unserer Mama und ich habe das ungute Gefühl, dass wir hier runter müssen, also tun wir das auch. Und solange Mr. Bear bei uns ist, kann uns nichts passieren. Und ich hoffe, ihr seid auch alle da. Damit wir keine Angst haben müssen, vor allem Mr. Bear nicht. Ah! Are you all right? Nee, und du? Mr. Bear, wo willst du hin? Mr. Bear, lass mich hier nicht allein. Whoa. What is this place? Ich hab keine Ahnung, Mr. Bear. Können wir nicht wieder nach Hause gehen? Mr. Bear? Komm mit, Mr. Bear. Ja. Braver Mr. Bear. Uiuiui. Wo sind wir denn hier? A playhouse? What's that doing here? Ich hab keine Ahnung, Mr. Bear. Meinst du, wir sollten da reingucken, Mr. Bear? Is it locked? I might be able to open it from the inside, if you help me up. Wo willst du hin, Mr. Bear? Muss dich knuddeln. Ist der Bär? Nochmal kurz in die Controls reingeguckt, sorry. Options. HTTF, Interact, Space. Ja, hier steht nichts davon, wie ich den Kleinen absitzen soll. Mr. Bear. Mr. Bear, wo bist du? Bist du noch auf meinem Rücken? Ja, Mr. Bear, rein mit dir. Mach die Tür auf, bitte. Mr. Bear? Mr. Bear! Whoa, look at this place. Wow. Was ist das, Mr. Bear? Weißt du, wo wir hier sind? Listen. There it is again. Was ist das? It sounds like it's coming from behind this door. Es macht mir Angst, Mr. Bear. Ich hoffe, there must be a way to open it. Open it? Hast du einen Knall? Wir können es doch nicht aufmachen. Like these are connected somehow. Mr. Bear, was hast du vor? Maybe it requires some sort of key. Is there anything we can use? Der Würfel passt da nicht rein, Mr. Bear. Etwas, was wir benutzen können. Weiß nicht, Mr. Bear. Soll ich dich da hochheben, Mr. Bear? Was anderes würde mir auch nicht einfallen. Ja. Das geht nicht auf. Gehst du mal wieder zu? Nee, Mr. Bear, hier ist nicht. Ist da was? Muss ich mal gucken, Mr. Bear. Dann kann ich dir sagen, ob da was ist. Ich sehe da nichts. Bist du schon weitergekommen, Mr. Bear? Vielleicht ist das Rätsels Lösung ja nicht hier drin, sondern da draußen.
Mr. Bär, sag doch was. Dieses Rätsel überfordert mich. Dir. Schauen wir mal. Nee. Nee. Vielleicht ein anderer Würfel? Vielleicht das Zimmer aufräumen? Vielleicht ist das der Schlüssel. Wer weiß das schon? Ich nicht. Guck mich nicht so an, Mr. Bär. Ich habe doch auch keine Ahnung, was wir hier machen. Nö, nö, nö. Eieieiei. Ja, ich bin ein braver Zweijähriger. Ich räume hier mein Zimmer auf, auch wenn das nicht mein Zimmer ist. Ordnung muss sein. Ordnung ist die halbe Miete im Leben. Ja. Ach, sag doch was, Mr. Bär. Gib mir einen Hinweis. Oh, die Erinnerung. Mamas Halskette. Mr. Bär, was haben wir gemacht? Haben wir es kaputt gemacht? Look. Buttons. What happened? Why didn't it open? Ich hab keine Ahnung, Mr. Bear. Maybe we have to press both at the same time. Okay. That's it. Wow, du bist ja ein schlauer Bär. Ich bin froh, dass du mein Freund bist. Seems like the memory you share with her unlocked the door. Oha. If we can find more memories like this, it might bring us to her. It looks like we need 3 more. Okay, wo finden wir die, Mr. Bär? Kommst du erstmal mit, ne? Braves Mr. Bärchen. Weiter. Ja. Weiter. Ja. Ah! Woher weiß Mr. Bär, dass wir noch 3 weitere Erinnerungen brauchen? Where are we? Ich weiß es nicht, Mr. Bär. Wie? Wo ist mein Xylophon hin? Ich habe mein Xylophon verschwinden lassen. Mr. Bär? Ich wüsste gerne, wo wir sind, Mr. Bär. Sag du's mir und stell nicht diese Fragen. Denn wenn hier jemand Fragen stellt, dann bin ich das. Ja. Yeah. Was ist das, Mr. Bär? Ganz schön unheimlich, dieser Ort. Klein Joey hat Angst. Hui, Karussell! Hui! Noch eine Runde, noch eine Runde. Noch eine weitere Wahnsinnsfahrt. Hui! Mr. Bär, du kannst mal knuddeln, ja. Knuddeln mit Mr. Bär ist an der Tagesordnung. So, jetzt aber nix wie weg hier. Diesen unheimlichen Ort. Over there.
It looks like another memory across that bridge. Und wie kommen wir da rüber, Mr. Bear? Mir war gerade so, als hätte ich ein Monster gesehen, aber war nicht so. Oh, Mr. Bear, sollen wir da runter? Bin mir da nämlich nicht so sicher. Alter, Mr. Bear. Komm her, knuddeln, Mr. Bear. Is there a way up this tower? Oh, ich habe eine Erinnerung gefunden. Ich kann sie nur nicht zuordnen. Eine Wippe. Hui. Mr. Bear, wir sehen uns hier mal um. Fahrrad. Das ist aber nicht mein Fahrrad, oder? Ich bin noch zu jung für ein eigenes Fahrrad, hat Mama gesagt. Ja. Sie meinte, ich würde mir damit nur wehtun. Daher bekomme ich kein eigenes Fahrrad. Immer dunkel. Mr. Bear, mach Licht. Oh, oh. Mr. Bear, was ist hier passiert? Mr. Bear. Mr. Bear, wie kommen wir hier wieder raus? Oh, oh, Mr. Bear. Mr. Bear? Shh. We should be careful. Ja, das glaube ich auch, Mr. Bear. Verstecken wir uns erstmal hinter der Hütte. Weißt du, da waren wir gerade noch beim Fahrradfahren und dann sperrt uns da drin jemand ein. Wie konnte das denn passieren? Mr. Bear, tu doch etwas. Ja, auf dem Spielplatz darf ich auch nicht alleine spielen. Mama sagte, ich würde mir dabei wehtun. Mama sagte, wir dürfen nicht alleine auf dem Spielplatz spielen. Aber Mama ist nicht hier. Verdammt! Wer war das? Hier, Mr. Bear, komm wieder hoch! Wir es schaffen, Mr. Bear! Ich will rutschen. Rutschen und huschen und wuschen und so. Na komm, komm, Mr. Bear, wir rutschen jetzt eine Runde. Mr. Bear, festhalten. Hui! Das macht Spaß. Ich frage mich, warum Mama es uns verboten hat. Was ist das da, Mr. Bear? Und tut? Guck mal, Mr. Bear, hier ist Mr. Frosch. Mr. Frosch will kein Freund von dir sein, Mr. Bear. Hätte ich das gewusst, hätte ich ihn niemals mit dir spielen lassen. Was ist das da, Mr. Bear? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir über diese Brücke irgendwie rüber müssen. Vorher möchte ich mich auch mal umgucken. Hui. Bin ich gestolpert. Das wollte ich nicht. Nee. Was haben wir denn da, Mr. Bear? Oh. Was war es, die Kiste, um da hochzukommen? Mr. Bear, hier ist ein bisschen dunkel. Es ist gruselig hier. Ja, mittlerweile denkt sich selbst Mr. Bear, ich sollte mal die Klappe halten. Ich kann da nicht runter, ich muss doch erst da hoch. Die Erinnerung holen. Vielleicht helfen mir diese Kisten da weiter. Komm mit, Gisti.
Du bist jetzt mein bester Neu... Du bist mein neuer bester Freund. Nee, Kisti will nicht mitkommen. Aber ich muss mich da nochmal oben umgucken. Bevor wir runter in den Keller gehen. Mr. Ball? Mr. Ball, was rollst du denn hier rum? Hast du schon überlegt, wie wir da hochkommen, Mr. Bär? Anscheinend nicht. Mr. Bär, was passiert, wenn ich da noch einen Schritt weiter gehe? Weiß ich nicht. Vielleicht sollen wir noch nicht darüber. Vielleicht müssen wir wirklich erstmal darunter. Na gut, Mr. Bär. Du wolltest es nicht anders. Wir gehen da jetzt runter. Ob du es jetzt möchtest oder nicht. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Oh, vielleicht kommen wir so hoch. Mr. Bär, stell dich jetzt mal nicht so an. Hoch da. Nee. Ach, Mr. Bär. Manchmal bist du auch komplett useless. Aber nur manchmal. Naja, gehen wir da erstmal weiter. Und dann schauen wir weiter. Die Schaukeln haben aber auch schon mal besser ausgesehen. Oh, wo geht's denn hier entlang? Ja! Mr. Bär, kannst du mir nicht mal helfen? Mr. Bär, wer hat denn da diesen Stein draufgelegt? Komme ich nicht an die Erinnerung dran. Ist voll gemein. Naja, dann müssen wir wohl runtergehen. Auch wenn ich das nicht möchte. Genau da drüber. So. Mr. Bär? Mach mal Licht. Wo war denn der Weg nach unten? Ach, hier. Mr. Bär, bist du dir sicher, dass wir da runter müssen? Wenn ja, dann würde ich sagen, meine Schnuffel, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschö.